Okay, weiter geht's, würde ich sagen. Dieses Spiel macht mich zum gucken, ob ich das. Eigentlich ist es ja bis jetzt sehr linear, also ich kann jetzt nicht mich verlaufen. Ist es ja bis jetzt sehr linear, also ich kann jetzt nicht mich verlaufen. Und ich glaube, das als Speedrun wäre, glaube ich, ganz lustig, ne? Müssen wir mal gucken. Okay, da komme ich gar nicht lang. Komme ich hier lang? Ich traue mich gar nicht, diese Bilder groß noch anzugucken. Ach, guck mal an. Thomas Gottschalk in guten Jahren. Ich will mich gar nicht umdrehen, bin ich ganz ehrlich. Mäuse laufen eigentlich immer von etwas weg, ne? Ich habe mich nicht erschrocken. Ich hab... Da ist ein Rollstuhl im Boden. Finde ich ja sehr amüsant. Was? Ist das der gleiche Raum? Ich habe mich nicht erschrocken gerade. Nein, habe ich nicht. Was? Hä? Ich will aber in diese Tür rein. Ich. Okay, ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass wir in diese Tür reingehen, sondern lieber in diese Tür. Oder, warte mal, ist doch der gleiche Raum wie drüben, oder? Warte mal. Das war so klar. Es ist der gleiche Raum. Okay. Es ist doch. Hauptsache, der Motor läuft immer noch weiter. Das war doch der Raum, wo hier auf dem Dings, wo wir das Bild gefunden hatten, ne? Deckenventilator-Simulator, im Übrigen. Ach, da wieder was zu lesen. So, 12. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich ihr noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an einem meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigsten, hasserfülltesten Kacke, die ich jemals über meine Arbeit gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß es einfach nicht, was ich noch machen soll. Ich glaube eher, dass wir den Verstand verlieren. So wie das hier aussieht. Und ich glaube, ich verliere auch. Was?
Ich verliere auch so langsam den Verstand. Oh. 12. September, ein Tag vor meinem Geburtstag, ja, finde ich super. Okay, die Aufnahmesoftware hängt schon wieder hinterher, ey, das ist unfassbar. Egal. Muss ich halt ein bisschen abwarten dann. Müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen im Livestream. Aber für dich auf YouTube ändert das nichts. Hallo Sir, wie geht's dir denn so? Ich glaube, die Zuschauerzahl klemmt ja auch übrigens. Es sind nicht 32, sondern 24 Zuschauer. Da möchte wieder jemand, dass wir da reingehen. Ich will aber nicht. Hä? Ne. Scheißspiel, du kannst mich mal. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. So. Ja, okay. Dann nicht. Dann gehe ich mal hier lang. Ich will da gar nicht hin, weil... Es möchte ganz zwingend, dass wir hier reingehen. Ich will hier gar nicht sein. Okay, gibt's nichts zu lesen? Gibt's denn hier... Da ist noch eine Klappe. Ah, guck mal. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Ich bin nicht da, geh weg, ich bin nicht da, geh weg, ich bin nicht da. Hat die auch ein Hinkelbein? Scheint ein bisschen älter zu sein, wahrscheinlich schon skelettmäßig. Ich will gar nicht rausfinden, was das ist. Ach, guck mal, ein Schlüssel. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Kam da raus, klopfte an der Tür und ging hier lang. Was? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Kann es sein, dass sich eins von den Gemälden vielleicht lebendig gemacht hat oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich wieder... Kann das sein, dass wir gleich wieder zurückkommen zu unserem Ausgangspunkt? Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie Lebwohl zu Aknenarben,
vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour Fusion Max Conthalair wird Ihre Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als eine Abdeckung von Unzugänglichkeiten, sondern als Entfesselnde Ihrer inneren Schönheit. Klingt so ein bisschen wie ein Werbeslogan von L'Oreal. Weil ich es mir wert bin. Ich glaube, wir kommen jetzt wahrscheinlich wieder in unser Atelier zurück, kann das sein? Ah, jetzt können wir den Schrank öffnen, weil wir waren ja schon mal. Kommen hier wieder die Flaschen raus? Nein, diesmal nicht. Okay. Hab ich sie über die Arbeit? Da flüstert mir immer jemand ins Öhrchen. Ich weiß nicht, wer es ist, ob es die Omi ist. Ich hab keine. Na? Ach, da können wir, ich glaube, die Geschwindigkeit ändern von dem Grammophon. Kann ich hier. Okay, bringt nichts. Wir haben ja eh keine Schallplatte. I am dreaming of a wild Christmas. Aha. Der Spiegel ist schwarz. So wie meine Seele. So, Prothesendiebe. Nimmersatt-Bastarde. Was? Nimmersatt-Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Impression des Künstlers, habe ich gerade die Trophäe erhalten. Da liegt eine Schallplatte. Ich möchte die aber jetzt noch nicht benutzen, sondern erstmal nochmal kurz umsehen. Vielleicht können wir ja hier. Nee, geht immer noch nicht. Ich dachte, wir können jetzt am Bett endlich mal die Nachttischschubladen öffnen. Vielleicht finden wir ja da ein paar Spielzeuge. Oh. Am besten einfach schnell durchrushen. Was? Was? Ja, noch alles klar, was? So. Wir haben eine Schallplatte. Die werden wir jetzt auflegen. Du liest die alte Leonard Cohen-Platte auf. Wiegt sich zu den Klängen, singst du etwa mit, etwa so. Take Susan near the river. Was? Geht das auch schneller? Warte mal. Ich dachte, es geht jetzt. Kann man das auf normal stellen? Warte mal, das wäre jetzt schnell, ne? Geht es auf normal? Wäre ja so dann, oder? Warte mal. Hört sich auch ein bisschen gruselig an. Okay, ich glaube. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Alter, was ist hier los? Komm ich hier wieder ran? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Wie komme ich denn? Oder muss ich die Schallplatte wieder abspielen? Andersrum jetzt vielleicht schneller? Yeah.
Ich probiere es mal. Huch, hallo. Das war nicht so gewollt von mir. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, wir müssen das... Was soll ich denn nochmal hoch machen? Auf langsam. Warte. Ich glaube, wir müssen das echt normal abspielen. Also jetzt auf normal. Ich probiere das jetzt mal. Warte mal, auf normal wäre doch eigentlich mittig, ne? Also so. Vielleicht ändert sich der Raum dann. Warte mal, andersrum drehen geht nicht, ne? Nö. Aber wir haben die Flasche. Ich glaube, die Flasche ist wieder so ein Ding, was wir brauchen. Nee. Das ist, glaube ich, nicht das, die Lösung, die wir... Ach, da, guck mal. Ah, jetzt vielleicht abspielen. Warte mal. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. So funny. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare. I stepped right on her toes. And when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all... Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okay. Gut zu wissen. Vielen lieben Dank, Centuri, für den Tipp. Also immer, wo es zu flüstern ist, ist was zum... Das erinnert mich unheimlich an Amnesia. Also die Stimme und dieses Geflüstern auch so ein bisschen. Das war nämlich da drin auch. Und der Sprecher ist, glaube ich, sogar derselbe. Alter, dieses Spiel. Das ist so mies. Ja, ich würde sagen, was uns hinter dieser Tür erwartet, liebe YouTube-Freunde, würde ich sagen, sehen wir in einer weiteren Folge und ihr schaltet dann wieder ein. Also bis dann, ciao.